I've been okay. Moin Freunde, was geht ab und willkommen zur Bundesliga-Vorschau des 14. Spieltags. Und Jungs, ich habe so Bock auf dieses Video, auf dieses Wochenende, auf diesen Spieltag. Ich kann es nicht mehr abwarten. Ich denke, es geht vielen von euch ähnlich. Zwei Wochen haben auf eine weirde Art und Weise irgendwie gut getan. Also ich fand es ganz cool, mal ein bisschen von Fußball abschalten zu können, ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen und so weiter. Vielleicht nicht jeden Tag 24/7 an Kickbase zu denken. Auf der anderen Seite waren die Wochen halt schon hart. So ohne Bundesliga am Wochenende ist immer ein bisschen mies. Dann fühlt sich das Traden immer in einer gewissen Art und Weise ein bisschen wertlos an. Aber ich denke, viele von euch werden die Zeit genutzt haben, genauso wie ich, ordentlich getradet haben und somit ihr Team in den zwei Wochen ein bisschen aufgeputzt haben. Auf jeden Fall spieltagsmäßig, ich habe mega Bock, Jungs. Ich werde jedes einzelne Spiel gucken. Ich habe mir das Wochenende extra die Sachen so gelegt, dass ich wirklich dann von Samstag 15:30 bis abends 22:30 und dann am Sonntag von 15:30 bis, was weiß ich, 20:15 komplett durchgucken kann. Ich werde jedes einzelne Spiel gucken und ich freue mich einfach tierisch drauf. Bevor wir mit dem eigentlichen Video reinstarten, der Bundesliga-Vorschau, möchte ich noch einmal kurz erklären, was jetzt mit dem Draft-System auf meinem Kanal oder in dieser Liga auf sich hatte. Denn viele haben sich wahrscheinlich gewundert, warum ich in Kimmich letzte Woche oder diese Woche, ich weiß gar nicht, wann er auf dem Markt war, ich glaube diese Woche, für Marktwert mitnehmen konnte. Ich habe einige Kommentare gelesen. Grüße gehen natürlich raus an alle Leute, die auch neu auf dem Kanal sind. Die OGs wissen natürlich, um was es sich handelt. Wir haben am Anfang der Saison, ihr seht ja rechts meine Regeln oder unsere Regeln, die ich damals aufgestellt hatte. Jeder von uns, ganz kurz, Grüße gehen raus an Sellout. Der Junge fragt Ewigkeit nach dem Team hier. Hier hast du es, mein Guter. Wir hatten ein Draft-System entwickelt, wo wir einfach gesagt haben, okay, jeder darf sich quasi einen Spieler draften. Es waren noch ein paar mehr, aber die waren dann alle unter 15 Millionen, also nicht so relevant. Ich hatte damals mir Player waren es noch, also unter 30 Millionen Unlimited und noch ein paar günstige. Ich hatte, glaube ich, Kunde, weiß ich gar nicht mehr, Player und Kimmich gedraftet. Das waren meine Draft-Picks. Das bedeutet, der Kollege hier oben, ich, durfte sich quasi Kimmich, Player und so weiter einmalig für Marktwert kaufen. Wir haben es quasi so gemacht, ich drafte zum Beispiel Kimmich, dann darf ich mir einmal Kimmich kaufen und sobald ich ihn einmal gekauft hatte, da habe ich quasi kein Kaufrecht mehr. Also wenn ich ihn dann zum Beispiel aufgrund der Verletzung verkauft hätte, hätte ich mir beim zweiten Mal nicht mehr zu Marktwert holen können, sondern jeder hätte drauf bieten können. Genauso war es jetzt beim Kollegen mit Haaland, der hat ihn gedraftet gehabt, hat ihn dann auch behalten. Und bei mir war es jetzt mit Kimmich so, ich hatte ihn zum Glück noch nicht gekauft, konnte dann schön die Verletzung abwarten und jetzt quasi zum ersten Mal dann für Marktwert mitnehmen. Und wenn ich ihn jetzt quasi, warum auch immer, wieder verkaufen würde, wenn er wieder so eine Verletzung hätte, dann würde ich ihn quasi nicht mehr für Marktwert bekommen. Ja, so viel eigentlich zu dem System. Der Kollege hier hat Thomas Müller gedraftet, er Goretzka, er Serge Gnabry, er Sabitzer, er, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Julian Brandt, das war dann auch ein bisschen wack. Und der Kollege ist ja erst später eingestiegen, deswegen spielt das dann keine große Rolle an der Stelle. Alright, Boys, soviel zum Draft-System. Ich wollte es wenigstens noch einmal angesprochen haben. Wie gesagt, für alle Leute, die ein bisschen neu auf dem Kanal sind, ich grüße euch, auch euch an der Stelle. Ich bin froh, dass ihr dabei seid. Ich wollte es ja nochmal an der Stelle erklärt haben. Zu meinem Team, Jungs. Winterpause war ein bisschen länger, also hat sich ziemlich lange angefühlt. Es hat sich einiges getan. Meine Sturm-Dreier-Reihe bleibt gleich. Ich habe an Player festgehalten. Ich habe, glaube ich, in der Winterpause allein 5 Millionen Minus gemacht. Ich glaube, er war 26 Millionen um den Drehwert vor der Winterpause. Ich habe ja direkt gesagt, ich werde an dem festhalten. Der Verlust ist mir in dem Fall dann relativ egal. Ich sehe gerade, ich habe noch eine Benachrichtigung hier oben. Wenn ich es angeklickt bekomme, ich glaube, es müsste Maxi Aaron sein. Ja, gut. Oder Maxi Aaron, wie auch immer. Aaron auf jeden Fall von Mainz habe ich noch für den Marktwert mitgenommen. Nicht so relevant. Player, Schick, Lewandowski sind natürlich meine drei Babys von drin. Sirlot ist ja leider von uns gegangen. Oh Gott, das hat ganz falsch angehört. In Kickbase aus meinem Team. Und deswegen habe ich ihn halt nicht mehr. Und deswegen sind da die drei Plätze reserviert für Player, Schick und Lewandowski. Und ich werde auch wahrscheinlich an denen festhalten, weil es gibt jetzt keinen Stürmer mehr bei uns in der Liga. Es gibt noch Marcus Thuram und auch der wurde gedraftet. Das bedeutet, es sind alle Stürmer weg. Ja, die einzige valide Option, die es dann noch gibt, ist halt Sirlot, wenn er irgendwann mal scheppern sollte. Ich habe mir auch fest vorgenommen, wenn er jetzt so Mitte Januar, denke ich mal, wird er wieder auf den Markt kommen. Da werde ich mir auf jeden Fall auch mitholen. Was wird er dann noch kosten? Seine 10, 12 Millionen, da nehme ich ihn auf jeden Fall mit für auf die Bank. Und ich werde ihn dann einfach immer auf der Bank halten, wenn er irgendwann einschlagen sollte. Mittelfeld,
Ja, die große Neuerung natürlich, Joshua Kimmich, ganz, ganz klare Kiste. Ich freue mich extrem auf ihn. Letztes Jahr schon mein Liebling gewesen. Es war mein erster, ich sag mal, größerer Spieler, den ich mir letztes Jahr gekauft habe, Joshua Kimmich. Und habe damals sehr, sehr lange an ihm festgehalten und er hat auch echt wahnsinnig geil gepunktet letztes Jahr. Und ich erwarte das natürlich auch nochmal dieses Jahr. Und im Normalfall sollte dem Ganzen ja auch nichts im Wege stehen. Dieses Jahr auch schon 169er Average mit zwei Kurzeinsätzen in Anführungszeichen hier gegen Dortmund und ja, jetzt gegen Leverkusen wieder, gezwungenermaßen natürlich, aber letztes Jahr 160er Average, da geht auf jeden Fall noch mehr. Der Saisonstart war nicht allzu prickelnd, also ich sehe da auf jeden Fall, dass er sein 160er, 170er Average halten kann und ja, das ist dann mehr als gut genug für meinen Bayern-Spieler und Olmo, Sancho und Rafa Guerreiro kennt ihr natürlich. Abwehr, Halstenberg ist jetzt fest im Team. Letztes Spiel hatte ich ihn, glaube ich, noch draußen gelassen. Nee, vorletztes Spiel, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er jetzt fest im Team integriert. Torunariga jetzt mein alleiniger Brocken, weil sich leider Dedric Boyata am Fuß verletzt hat. Und da mir eigentlich schon klar war, dass er zumindest mal gegen Schalke ausfallen wird, habe ich ihn dann gestern auch direkt verkauft. Hatte dann, wie gesagt, mir Alderete geholt, der jetzt auch sehr unwahrscheinlich ist, dass er starten wird. Es sei denn, Labbadia würde über seinen Schatten springen und mit zwei Linksfüßen spielen. Das steht noch alles ein bisschen in den Sternen, da bin ich selber mal gespannt, wer da spielen wird. Die Insta-Abstimmung, die ich von euch gemacht habe, die war, glaube ich, bei 65, 35? Ich glaube schon. Ich glaube, 65% sagen, Alderete spielt neben Torunariga. Bin ich sehr gespannt. Also ich weiß nicht, ob das viel aus der Emotion heraus entschieden ist. Bei mir auf jeden Fall. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. So, ich habe 1,5 Millionen overpaid gestern oder vorgestern und dachte einfach, okay, die logische Erklärung ist, Alderete rückt rein. Aber es ist natürlich deutlich wahrscheinlicher, dass Stark in die Innenverteidigung geht und dafür Toussaint die nächste Sechserposition übernimmt. Ja, war halt ein schlechter Kauf in dem Sinne. Vielleicht würde er noch ein bisschen steigen. Wenn nicht, habe ich da ein bisschen Minus gemacht. Möwald ging dann auch, einfach weil er nicht mehr steigt. Dann habe ich mir davon noch Lienhardt, der wahrscheinlich sogar spielen wird. Und Martin, heißt der Aaron Martin? Ja, gut, doch richtig. Ja, die hatte ich mir noch beide geholt. Und Lienhardt ist dann tatsächlich sogar in meinem Team, weil ich würde zum Beispiel gerne Meunier spielen, aber ihr seht ja rechts, ich darf nur zwei Dortmunder spielen so und ansonsten bleibt da nicht viel übrig. Schlotterbeck habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube nicht, dass Urs Fischer aus der jetzigen Situation zurück auf die Dreierkette geht, weil das aktuell einfach viel zu gut funktioniert. Da Costa müsste halt relativ schnell der Wechsel bekannt gegeben werden, dass er eine valide Option wäre, zumindest mal für die Bank. Ja, werde ich auf jeden Fall aber in der Hinterhand halten, weil für 500k kann man da nichts verkehrt machen. Alderete, wie angesprochen, werde ich dann wahrscheinlich mich nicht trauen, den aufzustellen. Und Martin gegen Bayern ist halt, ja, dann kannst du ja fast mit Minuspunkten rechnen. Deswegen, Philipp Lienhardt, werde ich auf jeden Fall hier meine Innenverteidigung halten, an der Stelle von Boyata. Und im Tor ist dann noch Horn anstelle von, ich weiß gar nicht mehr, wen ich davor hatte. Fährmann hatte ich davor noch. Ja, wird jetzt auch irrelevant, weil Renault ja zurück ist und Renault ist die klare Nummer 1. Da kann ich euch auch nicht versichern, aber ich kann euch sagen, dass Renault die Nummer 1 ist und sobald er nahezu fit ist, wird er auf jeden Fall auch wieder spielen. Und ja, deswegen habe ich Fährmann dann auch relativ früh verkauft und mir davon Horn geholt, den ich jetzt wahrscheinlich sogar spielen werde. Wie gesagt, ich habe es auch kurz angesprochen, hat jetzt gegen Augsburg und gegen Freiburg natürlich keine einfachen Gegner, aber auch keine Gegner, wo sie komplett die Hütte voll geschossen bekommen. Ne? Im theoretischen Fall schon, aber ja, im unwahrscheinlichen Fall, sagen wir es so. Und ja, deswegen, ansonsten ist auch nicht mehr wirklich was auf dem Markt. Auswechslungsbedarf oder Verbesserungsbedarf sehe ich jetzt eigentlich nur noch bei Lienhardt und bei Horn mit Torunariga, Halsti und dem Rest bin ich sowieso zufrieden. Wen ich für Lienhardt reinholen kann, weiß ich noch nicht, habe ich mir auch noch keine wirklich großen Gedanken gemacht. Horn werde ich auf jeden Fall auch noch zeitnah ersetzen. Mein Traumtorwart ist immer noch Kevin Trapp, der muss aber auch erstmal noch auf den Markt kommen. Also hier noch Kevin Trapp hin, für Lienhardt weiß ich auch nicht, wen ich reinhole. Ja, aber höchstwahrscheinlich werde ich so in das Wochenende gehen und das ist ja auch das, was jetzt erstmal zählt. Alles andere kommt dann sowieso mit der Zeit und das wird das Team sein, mit dem ich reingehe und ich bin extrem gehypt, wirklich extrem gehypt, Jungs. Ich habe mal durchgeguckt, in der Konferenz habe ich Player, Schick, wenn Player fit wird, aber ich denke schon, Player, Schick, wer war es noch, Lienhardt und Horn, also vier Spieler in der Konferenz. Dann im 18:30-Spiel Hertha gegen Schalke habe ich noch Torunariga. Im Abendspiel dann noch Olmo und Halstenberg. Und dann am Sonntag noch meine beiden Dortmunder und meine beiden Bayern-Spieler. Und ich habe einfach so Bock, jedes einzelne Spiel zu gucken. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr in den Spielen ein bis zwei Spieler von euch selber habt und ihr könnt das Spiel mit mehr Feuer gucken, dann macht das einfach unfassbar Spaß. Aber freue ich mich echt extrem auf das Wochenende und kann es echt nicht abwarten. Ja, aber ich denke, das geht vielen von euch so.
Ja, so viel eigentlich zu meinem Team. Wie gesagt, es ist nicht wirklich noch was Relevantes auf dem Markt. Wir können gerne nochmal hier zusammen durchschauen. Ja, ist jetzt alles so. Ja, nichts, was mein Team irgendwie ersetzen würde. Serge Gnabry, habe ich eben gesagt, ist ja gedraftet worden vom aktuellen Platz 3. Ist er Platz 3? Können wir gerne nochmal nachgucken, total. Total. Platz 4 ist er aktuell, ja, hier der JLo 6. Grüße gehen raus, falls ihr das irgendwann seht. Er hat Gnabry gedraftet, wird den wahrscheinlich, denke ich, auch mitnehmen, weil er hat auch auf meinen Kimmich geboten, weil er vergessen hatte, dass ich den gedraftet hatte. Und ja, wird wahrscheinlich seinen Gnabry mitnehmen, wen auch immer der ersetzen wird, weiß ich noch nicht. In diesem Sinne, Jungs, so viel zu meinem Team. So werde ich ins Wochenende gehen. Wir können eigentlich direkt reinstarten. Ich habe es eben schon kurz angesprochen, die Matchups, aber nicht jetzt im Detail. Die Details werden wir natürlich jetzt wieder durchgehen. Oh, das ist natürlich der falsche Tab. Und wir starten rein. Erst nochmal ganz wichtig, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es lieber zweimal zu oft als einmal zu wenig. Ihr müsst euer Team erst am Samstag um 15.30 Uhr einreichen. Ganz, ganz wichtige Sache. Samstag 15.30 Uhr müsst ihr plus sein. Das bedeutet vor allem auch, dass ihr am Freitag noch eine Marktwertaktualisierung mehr habt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel rechnet, ah okay, meine Spieler steigen noch um so und so viel, vergesst nicht, dass ihr Freitag nochmal eine Marktwertaktualisierung habt, wo eure Spieler nochmal steigen und ihr sie dann erst verkaufen müsst. Ist ganz, ganz wichtig. Im Umkehrschluss, was mir schon ein paar Mal passiert ist, also noch nicht, dass ich da minus geblieben bin, aber ich habe immer so den Drang, quasi meine Spieler am nächsten Tag oder am Tag der Teamabgabe zu verkaufen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob es jetzt 15.30 Uhr ist oder 20.30 Uhr. Das bedeutet, denkt morgens dran, eure Angebote reinzuholen, dass ihr da um die Mittagszeit 12, 13 Uhr auf jeden Fall im Plus seid. Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, auf dem Papier natürlich ein Schützenfest, aber Gladbach in einer ziemlich schlechten Form, wenn man so sagen kann. Bielefeld trumpft da aktuell zumindest defensiv auf jeden Fall stark auf und Gladbach scheint noch nicht so richtig in Form gekommen zu sein. Auch wenn Thuram jetzt in Kickbase noch nicht wirklich viele Punkte geliefert hat dieses Jahr, wird er ihnen trotzdem extrem fehlen. Also für alle, die Gladbach-Spiele verfolgen, Thuram ist einfach eine Waffe vorne drin. Ein Player kann das natürlich auch diesen Unterschied machen, aber ein Player braucht halt einfach einen guten Tag, um zu liefern. Und Thuram war halt vor allem letztes Jahr in sehr, sehr vielen Spielen derjenige, der dann nochmal knapp den Sieg mitgenommen hat. Und genau das könnte auch hier so ein Spiel gegen Bielefeld werden. Also dass da quasi ein Spiel am Ende den Unterschied macht. Und Marcus Thuram hätte ich da sehr, sehr stark gesehen. Er wird aber zumindest mal noch 4 Bundesligaspiele ausfallen, was natürlich ein herber Schlag ist. Wer wird ihn ersetzen? Werden auch einige fragen. Ich kann es euch nicht genau sagen. Kommt sehr stark darauf an, ob Player fit ist. Ich denke, Player wird fit werden. Dann müsste Player die Sturmspitze übernehmen. Embolo sollte eigentlich auch auf einer der Flügelpositionen gesetzt sein. Stindl sollte auch gesetzt sein. Und auf der vorletzten oder letzten Position wird es dann ein Dreikampf aus Lazaro, Wolf und Hermann werden. Ich denke nicht, dass Lazaro wieder hinten aushelfen wird. Ich denke, Wendt wird das noch einmal übernehmen und dann ab dem nächsten Spiel wieder Benze Baini. Und auf der rechten Seite wird wieder Leiner spielen. Das bedeutet, wir haben auf der rechten Flügelposition mit Wolf, Hermann und Lazaro einen Dreikampf, wo ich einfach nur das Risiko eingehen würde. Ich denke, Lazaro hat da minimal die Nase vorne. Vor allem, weil Wolf mir gerade im letzten Spiel überhaupt nicht gefallen hat. Für mich einer der Gründe, warum Gladbach das Ding am Ende gegen Hoffenheim verloren hat. Ich fand den wirklich extrem schlecht. Klar, der ist noch relativ jung, aber war schon nicht so gut. Und Lazaro ist für mich dann doch deutlich konstanter. Und ich glaube, das brauchst du auch gerade in so einem Spiel. Deswegen gehe ich persönlich von Player, Embolo, Stindl und Lazaro aus. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Offensive, die Bielefeld auf jeden Fall schlagen kann, definitiv. Ich denke, Gladbach wird auf jeden Fall mindestens ein Tor machen. Es kommt dann wirklich sehr stark darauf an, wie sie jetzt eben diese Pause genutzt haben, um einfach mal ein bisschen Kraft zu tanken. Ich habe es auch vor der Pause gesagt, gerade Gladbach und Hoffenheim waren für mich zwei Mannschaften, die ja sehr müde gewirkt haben und nicht mehr wirklich in der Spur waren. Deswegen denke ich, dass Gladbach hier auch es nicht ganz so einfach haben wird. Aber ich muss trotzdem natürlich auf den Gladbach-Sieg gehen. Alles andere wäre auf jeden Fall eine Sensation. Deswegen würde ich mich an der Stelle auf ein 2:1 für Gladbach einigen. Ich glaube, Bielefeld wird treffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gladbach die Null hält. Dafür sind sie mir aktuell einfach ja formmäßig nicht konstant genug. Deswegen einige ich mich hier auf ein 2:1 für Borussia Mönchengladbach. Bremen gegen Union. Auch aktuell fast schon, kann man schon fast sagen, dass es auch ein formstarkes Duell ist. Bremen jetzt auch so langsam in Form, auch wenn das Spiel gegen Mainz eher glücklich war, dass sie da noch die 3 Punkte mitgenommen haben mit dem späten Dingchi-Tor, was ich extrem gefeiert habe. Aber Union macht das natürlich aktuell überragend.
Wird ein sehr hartes Spiel für beide Mannschaften, weil Union jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, sie sind jetzt keine spielerisch überragende Mannschaft, sie machen es aber einfach unfassbar konstant. Also mit einer der konstantesten Mannschaften dieses Jahr, Bremen, letztes Jahr zumindest sehr standardschwach. Ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr statistisch aussieht, das kann ich euch tatsächlich gar nicht sagen. Bremen wird auf jeden Fall im Nachteil sein, gerade was Standards angeht. Ich denke, wenn hier das Spiel entschieden wird, dann eben auch durch Standards. Bremen wird das aber trotzdem defensiv konstant halten. Das haben sie in den letzten Spielen gezeigt, dass sie das können. Ich glaube auch, dass sie wieder defensiv kompakt stehen werden. Ich glaube aber nicht, dass die Bremer Offensive stark genug ist, um gegen die Unioner Defensive anzukommen. Deswegen einige ich mich hier auf einen knappen 1:0 Auswärtssieg für Union Berlin. Wer das Tor machen würde, ist immer hart zu predikten, aber ich sage auf jeden Fall mal, dass hier nicht viele Tore fallen werden und wenn eine Mannschaft das entscheiden sollte, dann sollte es eigentlich Union Berlin sein. Also es wäre echt ein auf dem Papier gar nicht so ein großer Sieg, aber wenn man die Form betrachtet und die Art und Weise, wie beide Mannschaften dieses Jahr spielen, wäre es eine Sensation, wenn Bremen hier was mitnimmt. Im Umkehrschluss, wie gesagt, ich habe es auch in den Kaufspecials gesagt, ich möchte Bremen in keinen Fall bashen. Ich möchte sogar hier nochmal positiv hervorheben, dass Bremen einen super Schritt in die richtige Richtung macht aktuell und ich wirklich, wie gesagt, eine gute positive Entwicklung bei Bremen sehe. Und deswegen, ich möchte das nur nochmal hier hervorheben, dass es nicht wieder so negativ klingt. Es ist einfach, Bremen bleibt immer noch in der Underdog-Rolle. Da müssen sich auch die Bremer Fans mit abfinden. Ich meine, das ist ja auch gar nicht böse oder so. Aber ich meine, ihr seht ja auch, wenn zum Beispiel, wenn ihr gegen Union spielt, Union hat einfach eine wahnsinnige Saison bisher, muss man einfach sagen, dass Union da ja in der Favoritenrolle ist. Wenn auch knapp, wie gesagt, ich sage nicht, dass das hier eine Schlacht wird. Ich sage, das wird ein ganz, ganz enges 1:0, weil Bremen das defensiv aktuell sehr gut macht. Und ich denke, es werden auch gegen Union möglichst lange die Null halten. Und das Ding wird dann relativ spät durch ein 1:0 für Union entschieden. Achso, wen solltet ihr aufstellen? Bielefeld solltet ihr sowieso keine Spieler mehr im Verein haben, wenn wir ehrlich sind. Das hat nichts mit Bielefeld zu tun. Nicht, dass ich Bielefeld nicht mag. Es macht einfach keinen Sinn, Bielefeld-Spieler in Kickbase zu haben. Wisst ihr selber, brauche ich nicht großartig zu erläutern. Gladbacher natürlich alle aufstellen bei Bremen, Union. Wie gesagt, dadurch, dass ich nicht sehe, dass Bremen hier extrem reingedrückt wird, denke ich schon, dass das ein knappes Spiel wird. Deswegen würde ich auch hier beide Mannschaften ohne große Bedenken aufstellen. Köln gegen Augsburg zuerst. Köln gegen Augsburg. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Es wird eins der langweiligsten Spiele dieses Wochenende. Zum Glück ist es in der Konferenz drin. Ich denke nicht, dass hier viele Tore fallen werden. Ich denke auch hier wieder, Augsburg wird das Ding von hinten heraus kompakt ausspielen. Köln wird versuchen, ein paar Nadelstiche zu setzen und vor allem wieder ohne Andersson mit relativ viel Tempo vorne zu spielen, was einfach sehr effektiv sein kann gegen die Augsburger Defensive. Ich denke einfach, dass die Augsburger Defensive diese Kölner Nadelstiche ein bisschen neutralisieren wird und deswegen wird das hier auch kein wirkliches Spektakel werden, wenn ich mich einigen müsste, da sind wir schon wieder bei meinem Lieblingssatz, ein 1:0 für beide Mannschaften, ich kann mich nicht entscheiden für welche, auf ein Unentschieden gehe ich an der Stelle nicht. Und deswegen, ich schwimme so ein bisschen mit der Kölner Euphorie mit, weil sie es aktuell einfach gut machen und mir Augsburg einfach offensiv 0 gefällt, glaube ich, dass das hier ein 1:0... ich bleibe bei meinem Gedanken. Ich habe jetzt so ein bisschen mit dem... da war ein bisschen Kickbase-Gedanken dabei, weil ich mir einen 2:0-Sieg für Horn erhofft hätte. Ich gehe mit meinem neutralen Beobachter rein und sage, das wird ein 1:1. Und beide Mannschaften werden, wie gesagt, ein Tor machen, aber dann auch nicht mehr. 1:1 und ich würde auch an der Stelle beide aufstellen, weil es halt relativ schwer zu callen ist. Frankfurt gegen Leverkusen, das erste relativ gute oder qualitativ hochwertige Spiel, no front, aber ist schon ein cooles Spiel, da sind wir uns glaube ich alle einig. Frankfurt eigentlich auch mit einer soliden, guten Form vor der Pause. Ich sage ganz oft, Frankfurt ist an manchen Spielen, ist Frankfurt einfach eine Macht. Du denkst wirklich, oder an manchen Spielphasen siehst du einfach ein extrem geiles Spielsystem. Du siehst, wie sie die Gegner kaputt pressen, die kommen nicht aus der eigenen Hälfte raus und so weiter. Und dann 10 Minuten später denkst du, sie spielen mit einer Zweitliga-Verteidigung. Ich kann das auch so schwer einordnen. Und gerade eben diese defensiven Probleme gegen die stärkste Offensive der Liga, zumindest auf dem Papier meiner Meinung nach, gut, klar, Bayern hat eine bessere Offensive, aber ihr wisst, was ich meine, so von der Gefährlichkeit her, von der Art und Weise, wie Leverkusen das aktuell spielt, ist es einfach super stark und ich denke, dass eben gerade wieder Bailey, Diaby und Schick starten werden und auch wieder extrem für Gefahr sorgen werden bei der Frankfurter Hintermannschaft und das kann man so dann eigentlich relativ gut zusammenfassen. Ich persönlich denke auch hier, dass meine Tendenz auf jeden Fall Richtung Bayer Leverkusen geht.
Es ist wieder super schwer zu callen. Wie gesagt, wenn Frankfurt da einen guten Tag hat, kann ich mir auch vorstellen, dass sie da aus dem nächsten Sieg gegen Leverkusen holen. Gerade es fallen Sinkgraven und Wendell beide mit Corona aus. Das bedeutet, Tin Jedwai wird wahrscheinlich links hinten spielen. Eieiei, Freunde, da sehe ich echt schwarz. Und ich weiß nicht, da muss man erstmal zeigen, wer sich da hinten festspielen kann und wer da bei Leverkusen starten wird, dass ich da eine anständige Prognose abgeben kann. Zu meinem jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, meine Tendenz bleibt trotzdem bei Leverkusen, weil sie es einfach aktuell zu stark machen, weil ich da einfach bei dem Bosch-System, das blüht aktuell richtig auf, alle Spieler scheinen das so richtig verinnerlicht zu haben und das, was letztes Jahr viel kritisiert wurde, scheint jetzt einfach wirklich aufzublühen und genau das zu zeigen oder die Früchte zu tragen von dem, was letztes Jahr viel korrigiert oder kritisiert wurde. In diesem Sinne, ich würde Frankfurter und Bayer Leverkusen aufstellen. Dennoch gehe ich hier mit einer Tendenz Richtung Leverkusen rein und ich sage, das wird ein 3:1 für Leverkusen. Ich denke, die werden wieder ein offensives Feuerwerk abrichten oder abfeuern. Und Frankfurt wird aber trotzdem treffen. Also da sehe ich bei der, wie gesagt, der angesprochenen Leverkusener Defensive jetzt nicht, dass sie da die Null halten können. Deswegen gehe ich hier auf ein 3:1 für Bayer 04 Leverkusen. Hoffenheim gegen Freiburg. Ich muss ehrlich gestehen, wie gesagt, ich bin Hoffenheim-Sympathisant, ich bin oft im Stadion und so weiter, aber dieses Jahr haben sie mir noch gar nicht gefallen. Ich bin jetzt kein Fan, ich möchte nochmal ansprechen. Dieses Jahr haben sie mir bisher eigentlich noch gar nicht gefallen, aber jetzt im letzten Spiel gegen Gladbach fand ich es einfach super geil. Also sowohl die Aufstellung, die Hoeneß gewählt hatte, fand ich perfekt. Ich fand das Spielsystem perfekt, ich fand die Art und Weise, wie Hoffenheim agiert hat, sehr, sehr gut. Und ich denke deswegen, gerade mit dieser Form, mit dieser Formation, die sie jetzt neu gefunden haben, dass Sko nach vorne geht und Sessegnon halt hinten rechts, ich nenne einfach Sessegnon, Sessegnon hinten links, aushelfen wird oder spielen wird, das gefällt mir einfach saugut. Also gerade der Offensivdrang von Sessegnon auf der linken Seite ist überragend gut. Akpoguma macht das einfach nicht schlecht auf der rechten Seite und generell Sko, ich bin ja sowieso ein riesen Sko-Fan, auch damals, als er aus Dänemark kam, habe ich ihn gehypt ohne Ende letztes Jahr und ich denke, dass der einfach ein Difference-Maker da vorne drin ist. In diesem Sinne, Hoffenheim sehr, sehr stark aktuell, aber so auch Freiburg, also gerade defensiv, aber jetzt auch gezeigt gegen Berlin, auch offensiv, aktuelle Macht, da kann man nichts gegen sagen, die machen das echt überragend gut und sollte auch ein spannendes Spiel werden. Leider eine Konferenz. Das Spiel hätte ich tatsächlich sehr, sehr gerne im Einzelspiel gesehen. Wird spannend. Schwierig zu callen. Ich glaube, da mir Hoffenheim daheim dieses Jahr noch nicht so wirklich gefällt, sage ich hier ein 2:1. Ich gehe auf ein Unentschieden. Ich glaube irgendwie, dass Freiburg aktuell zu stark ist, um da zu verlieren. Dafür gefallen sie mir einfach zu gut. Ich würde mich an der Stelle tatsächlich auf ein 2:2 einigen. Ich denke, es wird ein torreiches Spiel, da Hoffenheim halt einfach aktuell gut in Form findet und auch offensiv immer wieder die richtigen Akzente setzt. Im Umkehrschluss aber Freiburg eigentlich defensiv auch relativ stark ist und offensiv auch so ein bisschen ihr System gefunden haben. Und gerade eben diese Halbfeldflanken von Schmid und Günther auf den Demirovic und so weiter, das wird auch gegen Hoffenheim funktionieren, weil da immer noch nicht die Stamminnenverteidigung drin ist mit Vogt und wer wird spielen, Nordweit oder Adams, wer auch immer. Sind einfach für mich gerade vor der Koordination her und so weiter, nicht wirklich auf dem Stand da dieses gute Flankensystem von Freiburg anzukommen. Deswegen würde ich hier sagen, es wird ein 2:2. Ich denke, Freiburg wird auch ein-, zweimal treffen, Hoffenheim wird ein-, zweimal treffen, dann wird sie am Ende auf ein 2:2 hinauslaufen. Und ich würde auch an der Stelle wieder beide Mannschaften aufstellen. Hertha gegen Schalke. Ich habe es echt oft gelesen. Also ich meine, auf dem Papier und von der neutralen Beobachtung muss man eigentlich sagen, Hertha gewinnt das Ding hier. Ganz, ganz klare Kiste. Aber Hertha ist auch aktuell echt ein Trümmerhaufen. Schalke natürlich umso mehr, kann man auch nichts gegen sagen. Aber ich habe ganz, ganz oft gelesen oder mir auch die Gedanken gemacht, dass das so ein Spiel sein könnte, wo alle denken, ja okay, klare Kiste für Hertha, aber dann irgendwie Schalke da was mitnimmt. Ich muss aber realistisch bleiben und muss auch einfach ein bisschen, wenn es alles normal ausgehen sollte, holt Hertha hier einen Sieg. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drum rumzureden. Dafür ist Schalke halt aktuell einfach zu schlecht. Da kann man nicht viel gegen argumentieren, wenn man so gegen Bielefeld untergeht. Und in diesen 2 Wochen wird Stevens oder wer auch immer, jetzt der neue Trainer da, ich habe seinen Namen vergessen, Schmid, glaube ich, weiß gerade ja nicht mehr, ist auch egal. Der neue Trainer, der bis zum Saisonende übernehmen wird, der, es wurmt mich gerade extrem, dass ich den Namen nicht weiß, ist ja auch egal. der da bis zum Ende übernehmen wird, ihr braucht es mir nicht in die Kommentare zu schreiben, ich habe es schon nachgeguckt, wenn ihr das hier hört. wenn der das Ding hier übernimmt, glaube ich nicht, dass in diesen 2 Wochen da wirklich was Großartiges passieren kann oder passieren wird. Deswegen denke ich auch hier, ich bleibe bei einem
Hertha-Sieg. Ich glaube nicht, dass sie da abschlachten werden. Ich glaube, das wird ein relativ solides 2-0. Kunja wird da einfach viel zu viel für die Schalker Defensive sein. Ja, Kunja wird spielen, egal was Labbadia da kritisiert hat. Der kann sich nicht erlauben, Kunja draußen zu lassen. Die Boyata-Torunariga-Sache habe ich eben schon angesprochen. Ich denke, letztendlich wird Stark die rechte Innenverteidigung übernehmen und Toussaint auf die 6 gehen. Ich glaube nicht, dass Alderete das machen wird. Ich werde aber trotzdem noch bis Freitag halten und gucken, was die PK sagt. Ja, 2-0 für die Hertha. Ihr solltet keine Schalke-Spieler mehr haben, außer Salif Sané, habe ich ganz oft gesagt. Deswegen Hertha-Spiel auf jeden Fall aufstellen, Schalker natürlich nicht. Letztes Spiel am Samstag, VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Auf dem Papier ein Offensivspektakel, habe ich zwar auch zu VfB Stuttgart gegen Wolfsburg gesagt, aber hier werde ich es mir nicht nehmen lassen. Das wird ein sehr, sehr high-scoring-Game. Auch wenn Leipzig die beste Defensive der Liga stellt, ist eigentlich das Stuttgarter System perfekt dafür, genau diese Schwächen von Leipzig auszunutzen. Da denke ich immer an das Spiel letztes Jahr, Leipzig gegen Schalke in Leipzig, wo alle gedacht haben, ja, das wird eine Schlacht, aber Schalke das damals noch mit Harit und Matondo echt perfekt gekontert hatte und da wirklich echt gute Situationen kreiert hat und Leipzig da letztendlich keine Chance gelassen hatte. genau in dieses Spiel denke ich wieder auf eine weirde Art und Weise. Deswegen würde ich mich hier nicht auf einen klaren RB-Sieg einigen, auf gar keinen Fall. Ich würde mich auch nicht auf einen Stuttgart-Sieg einigen, dafür ist mir die Defensive bei RB dann doch ein bisschen zu gut und Nagelsmann wird vom Matchplan daher auch gut darauf abgestimmt sein, dass er eben vielleicht nicht so hoch steht, damit eben Silas, Sosa und Gonzalez da vorne nicht alles kaputt laufen können. Die werden das schon relativ tief absichern, wahrscheinlich auch mit einer Dreierkette dann wieder und ich glaube trotzdem, dass hier die Tendenz Richtung RB geht. Ich habe echt lange überlegt, ob ich hier auf einen Unentschieden gehen soll, aber ich werde mich hier auf einen RB-Sieg einigen und zwar auf ein 2-1 für RB. So viel zum Thema Highscoring, aber ich glaube, dass das Ganze sich nochmal ein bisschen neutralisieren wird, dass Nagelsmann da einfach vom Matchplan her ein bisschen anders rangehen wird. Deswegen glaube ich nicht an 3-2 oder so und in 2-2 möchte ich nicht tippen, deswegen gehe ich hier auf ein 2-1 für RB Leipzig und auch hier solltet ihr wieder, oder könnt ihr eigentlich schon fast beide aufstellen. Ich meine, bei Stuttgart seht ihr ja, wer die Leistungsträger sind. Eigentlich kannst du fast jeden Stuttgarter dieses Jahr gut aufstellen, weil sie echt viel gegen den Ball arbeiten und auch immer versuchen, ja ihre eigenen Anteile zu haben und eigentlich auch immer eine Bude machen. Abgesehen jetzt gegen Wolfsburg, da hätten sie auch mindestens 1-2 machen können. Stuttgarter könnt ihr ohne Bedenken aufstellen. RB ist jetzt auch nicht die Ballbesitzmacht in der Bundesliga. Deswegen denke ich hier, dass man die Stuttgarter auch ohne Probleme aufstellen kann. Wir kommen zum Sonntag und den zwei letzten Partien und wie ich eben schon angesprochen habe, habe ich wahnsinnig Bock auf diese beiden Spiele. Ich habe zwei Dortmunder und zwei Bayern-Spieler. Ich werde extrem mitfiebern, weil an dem Tag könnte sich echt der Spieltag entscheiden oder wird sich der Spieltag entscheiden. Ich habe da einfach Bock, Lewandowski, Kimmich, Sancho und Rafa da rumlaufen zu sehen. Ich freue mich fast mehr auf den Sonntag als auf den Samstag. Wird einfach ein geiler Tag. Wir halten uns relativ kurz. Ich gehe bei beiden Mannschaften von einem Sieg aus. Sowohl Dortmund wird gewinnen, als auch Bayern wird gewinnen. Bei Dortmund natürlich deutlich unwahrscheinlicher oder eher unwahrscheinlicher als bei Bayern. Bayern sollte Mainz eigentlich um jeden Preis schlachten, da sehe ich keinen Weg drumherum. 2 Wochen Pause gehabt, Mainz auch mit einem furchtbaren Saisonstart bisher. Bayern wird die ganz klar besiegen in der Allianz Arena, da sehe ich keinen Weg dran vorbei. Ich gehe hier tatsächlich auf ein 4-0 für Bayern, brauche ich auch nicht groß drumherum zu reden. Mainzer solltet ihr in dem Spiel natürlich nicht aufstellen. Und bei Dortmund gegen Wolfsburg gehe ich natürlich von einer knapperen Sache aus, aber ich glaube gerade diese 2 Wochen trainingsfreie Zeit und dann mit einem neuen Start, jetzt ist mal so ein bisschen, die Favre-Sache ist jetzt komplett weg, eigentlich die ist kaum mehr in den Gesprächen drin, deswegen denke ich, dass hier nochmal der volle Fokus da sein wird und Dortmund das Ding hier auch gegen Wolfsburg gewinnen wird, auch wenn sie aktuell in keiner guten Form sind. Wolfsburg ist jetzt auch nicht die Standardmacht in der Bundesliga, deswegen gehe ich auch hier davon aus und Dortmund hat ja extreme Standardprobleme, deswegen habe ich es kurz nochmal angesprochen. Ich gehe von einem Dortmund-Sieg aus, kurz und knapp gesagt 2-1 für Dortmund, die werden das hier gewinnen, ob sie es zu 0 gewinnen, weiß ich nicht, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe aber nicht, dass das Wolfsburger System effektiv gegen Dortmund ist. Deswegen sehe ich hier die ganz, ganz klare Spieltendenz oder die Gewinntendenz bei Dortmund und würde mich hier auf ein 2-1 für Dortmund einigen. Ich glaube nicht, dass mehr Tore fallen werden, weil Dortmund das mir einfach noch nicht gezeigt hat dieses Jahr und Wolfsburg dafür defensiv zu kompakt steht. Hier nochmal mein Team. Ich habe es eben schon ganz oft angesprochen. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Spieltag. Ich kann es euch nicht sagen, Jungs. Ich habe einfach Bock zu gucken.
Ja, ich habe eigentlich über alles geredet. Die Zukunftspläne und meine Traumelf werde ich nächste Woche hochladen oder im nächsten Jahr, passt ja in dem Fall auch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, um es auf Saarländisch zu sagen an der Stelle. kommt gut ins neue Jahr, Jungs. Ich hoffe, alle eure Träume und Wünsche gehen in Erfüllung. Vor allem der erste Spieltagssieg dann im neuen Jahr wird auch in Erfüllung gehen. habt eine schöne Woche, Jungs. Wir sehen uns dann morgen. Ja, ich weiß die Uhrzeit noch nicht ganz genau. Irgendwann morgen, Freitag, Livestream, wie immer, eure Fragen und Antworten. Ich gucke, dass ich ihn auf jeden Fall gebacken bekomme, auch wenn es bei mir zeitlich echt schwierig wird. Ich probiere echt alles, dass wir den auf jeden Fall noch hinbekommen. Kommt gut ins neue Jahr, Jungs. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund vor allem, wirklich. Das ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund, Jungs. Haut rein. Bis dann und ciao.